Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge StarCraft 2 in der Kampagne Legacy of the Void. Ja, in der letzten Folge haben wir alle Gespräche geführt und sehr viele Ihr seid Überlebenden eine von Shakura gerettet. Leuchtenstellung. Doch ich werde Shakuras eher zerstören, als den Planeten Amons Zerg zu überlassen. Es gibt einiges zu planen, Hierarch. Ja, also in der letzten Folge haben wir hier die Bevölkerung von Shakura gerettet zum größten Teil, jedenfalls das, was wir retten konnten. Und nun geht es weiter. Und jetzt wollen wir uns auf das letzte Gefecht hier befassen und zwar den Planeten zerstören, damit Amon ihn nicht für sich nutzen kann. Sagt mir, Boration, wie sollen wir eurer Welt ein Ende setzen? Das Phasenprisma des Tempels kann überladen werden, was einen Energieimpuls in den Planetenkern leiten wird. Ist dieser stark genug, wird der Planet zerbersten. Amon wird hier nicht herrschen. Ich habe über euren Entschluss nachgedacht. Habt ihr eure Meinung geändert? Nein. Meine Zeit hier hat mir den Mut eures Volkes gezeigt. Wir müssen kämpfen. Amon soll genauso leiden wie wir. Wir werden so viele von Amons Zerg und Hybriden wie möglich durch das Tor locken. Erst wenn genügend von ihnen hier sind, werden wir den Tempel überladen und fliehen. Ihr wollt ihn verwunden? Ein kühner Plan. Doch wir können unsere Truppen nicht aufs Spiel setzen. Überlasst das mir, Matriarchin. Die dunklen Templer haben mich viel gelehrt. Das ist ein guter Plan, möchte ich mal anmerken. Da kann es wohl richtig schief gehen und damit verlieren wir sehr viel unserer Truppen. Aber selbst dann würden wir trotzdem noch einen größeren Schlag zu Amon hauen. Das Dümmste, was passieren könnte, dass wir es verkacken, den Tempel zu überladen. Aber ich glaube, das ist relativ schwer, das hinzukriegen. Also zu verkacken. Aber sonst sollte ich, denke ich mal, dass es das läuft easy. Und jetzt geht's weiter. Unsere Truppen haben das Gebiet um den Xel'Naga-Tempel gesichert. Artanis, wie schreiten eure Vorbereitungen voran? Ich bin dabei, den Tempel zu konfigurieren. Doch ohne Urash und Kalis wird es mehr Zeit in Anspruch nehmen. Zeit ist nicht das einzige Problem. Die Energien des Tempels werden von 3 Zenitsteinen reguliert. Erst wenn sie zerstört sind, kann der Tempel überladen werden. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, müssen wir ihn gegen die Zerg und Hybriden verteidigen. Wir Nerazim verwenden seit langem Kaidarin-Monolithen, um Eindringlinge zu bekämpfen. Wie ich sehe, hat euer Phasenschmied diese Technologie bereits studiert. Das habe ich, Matriarchin. Die Monolithen sind eine äußerst effiziente Waffe mit beträchtlicher Reichweite. Sie werden für unsere Verteidigung von zentraler Bedeutung sein. Der Augenblick ist gekommen. Lasst uns beginnen! Nice. Ja, das ist ja etwas fett, möchte ich mal merken. Das ist etwas sehr groß. Hier haben wir schon sehr Verteidigungswelle, da müssen wir auf jeden Fall mehr bauen. Desto leichter wird es für uns. Uns bleibt nur wenig Zeit, bis die Zerg die Tempelanlagen überrennen. Ihr habt recht, Hierarch. Doch wenn nötig, können sich meine dunklen Templer unerkannt an den gegnerischen Linien vorbeischleichen und die Steine zerstören. Es geht auch nur solange sie nicht angreifen oder Observer haben in der Nähe. Erstmal das hier nehmen ist wichtiger. Ist wirklich wichtiger. Eine Milliarde. Die Zerg sammeln sich für einen Angriff im Südwesten. Entfacht eure Klingenkrieger. Ja, moin.
hier rüber nochmal den Kristall bringen. Mirage, es befinden sich weitere Ressourcen in diesem Gebiet. Ach, wir können einen zweiten Nexus in der Nähe errichten, um den Ressourcenabbau zu beschleunigen. Ja, könnten wir, wenn wir uns leisten können. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Da bin ich mir selbst bewusst, dass ich das nicht habe. So. Wie viel soll das kostet das auch noch 50? Ist solide. Was ist euer Begehr? Egal, das brauche ich gleich neu. Schildbatterie kann dann auch noch mal dahin. Hier, mein kleiner. Wo haust du denn eine da noch was hin? Eine weitere Zerrbrut bereitet einen Angriff von ihrem Schwarmstock im Nordwesten vor. Ich bin das Herz der Finsternis. Und das wird eher zum Problem. Upgrade durchgeführt. Ihr habt mein Leben für Ajur. Jo, das kann nur zum Problem werden. Heraku. Ich meine, als erstes muss ich jetzt erstmal überall diese Dinger hinballern. Ich meine, das war ziemlich nett gedacht, aber das funktioniert vorne und hinten nicht. Aha. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viele Mineralien und sehr viele Arbeiter. So, ballern wir erstmal eine Hauptseite zu mit Geschütztürmen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Basis wird angegriffen. Ach du Damn. Oh, 200 Millionen, ja moin. Wir sind eins. Artanis, unsere Beobachter berichten, dass eine riesige Welle Zerg auf Shakuras eingefallen ist. Und doch, kein einziger Hybrid darunter. Amon versucht, unsere Entschlossenheit zu testen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Was ist... Ja, alles easy going. Wir wollen hier jetzt mal durch. Und jetzt holen wir uns den ersten Zenitstein. Rennen da und machen da erstmal alles kaputt. Wir brauchen, wie gesagt, hiervon viel mehr. Seid vorsichtig, wenn ihr einen Zenitstein angreift. Die darin enthaltene Energie kann instabil werden, wenn die Steine beschädigt sind. Kalt ist die Leere. Halt vorsichtig, ja, nerv mich nicht. Die Zerg nähern sich dem Tempel vom südöstlichen Zugang. Wir sind eins mit den Schatten. Unsere Feinde, unsere Wut spüren.
Upgrade. Ihr benötigt mehr Vespingas. Templer, macht euch bereit. Die Zerg rücken von beiden Seiten zum Tempel vor. Da müssen wir natürlich gegen vorgehen. Indem wir da unsere Schildbatterie hinknallen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Basis. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Ach du Damn, bin ich dumm. Das habe ich jetzt ganz komplett vergessen. Ja, habe ich ganz sicher nicht vergessen. Mein Leben für ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, ich weiß, dass ich nicht genügend Mineralien habe. Das ist ja das Schlimme. Von hier könnt ihr nicht kommen, oder? Ja, scheiße, wenn. So, erstmal hier unsere ganze Vespingas-Vorräder aufstocken. So, das sollte eigentlich ziemlich gut kommen. Hier sollte niemand durchkommen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Habe ich doch jetzt schon. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Habe ich auch wieder. Mann, ey. Ein paar hiervon habe ich. Problem wird eher sein, das alles zu feuern. Seltsam. Eine Gruppe Overlords nähert sich der Tempelanlage. Diese Taktik kommt mir bekannt vor. Sie transportieren Bodeneinheiten. Schnell, vernichtet die Overlords! Vernichtet. So, untätige Arbeiter. Nein. Das heißt, ich brauche hier doch noch einen hiervon. Da noch mal einen hin. Unsere Sensoren registrieren fast eine halbe Milliarde Zerg auf Shakuras. Und sie alle bewegen sich auf den Tempel zu. Boah, es ist nicht gut.
Die Templer werden ihnen standhalten. Seid euch sicher? Da bin ich nicht so sicher. Aha, das wurde schon aufgeräumt. Ihr seid auf mich angewiesen. Basis wird angegriffen. Hierarch, nur ein Teil eurer Warp-Knoten ist zu Warp-Toren ausgebaut. Ja, die wird doch gerade ausgebaut. Für eine dieser zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Ja, die Verteidigung, die gerade am schwächsten ist, Mann. Shit, da kann ich gar nicht so viel aufbauen. Kommen wir hier erstmal mit unser Schilddings hin. Oh mein Gott, die ist fast kaputt. Kann ich das auch abreißen? Anscheinend nicht. Dann brauche ich eine neue. Basis wird angegriffen. So. Wir müssen uns dann natürlich wieder weiter verteidigen. Oh mein Gott, warum kommen denn so viele Einheiten? Gerechtigkeit wird herrschen. Seid wachsam, Krieger. Die Zerg attackieren den Tempel von allen drei Seiten gleichzeitig. Wenn ich kurz Zeit hätte zum Aufbauen, wäre das ja gar kein Problem. Hier sollte keiner durchkommen. Ihr habt nicht genügend Upgrade durchgeführt. So, die letzten Stufen Begehr. Sollten hier auf jeden Fall noch durchgeknallt werden. So, du musst jetzt erstmal dahin und noch so ein Teil auf nicht genug Materialien. Schade. Dann muss ich wohl hier noch so ein Ding aufbauen. Ah, nice, noch ein Erfolg errungen, das gefällt mir ja. Müssen wir da hinten stehen. Ich hoffe, hier ist das alles in Ordnung. Sollte ja eigentlich. Ah, da kommt noch eine Armeewelle. Hier ist dann auch immer ganz nett, wenn die Leute da nicht hinkommen. So, next one is totally safe. Boah, so gut wie safe. Der Blick des Meisters fällt auf eure Welt des Zwielichts. Bei den Göttern. Nie zuvor sah ich solche Monstrositäten. Krieger, konzentriert euer Feuer auf die Hybriden. Der Tempel darf nicht fallen. Meinst du so? Sie. Ja.
verwendet mich. Ja, dann werde ich erstmal hier weiterbauen. Eine riesige Zerg-Armee steht zwischen uns und den Zenitsteinen. Hierarch, ihr solltet meine dunklen Templer schicken, um sie zu zerstören. Ja, sollten wir, aber wollen wir nicht. Sehr weise. Da war ja was. Oh, wir haben ja schon ein paar Milliarden. Ja, wir brauchen kurz eine untätige Arbeiterkraft. Den müssen wir dann auch da einschicken. Ach, fuck it. Bin durchgebrochen. Eine solch gewaltige Masse am Zerg. War dies die Bedrohung, der meine Mutter einst gegenüberstand? Nein, Matriarchin. Diese Bedrohung ist um einiges gewaltiger. Wir werden all unsere Kraft aufbringen müssen, wenn wir bestehen wollen. Ja, und deswegen bauen wir so viele von fetten Türmen wie möglich. Basis wird angegriffen. Hier brauchst du denn die Scheiße hin. Damit hier nichts mehr durchkommt. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Hybriden. Alles easy. Die bauen sich gerade alle auf. Jetzt müssen wir hier anfangen aufzubauen, uns mit unseren Geschützen. Und dann eigentlich. Und dann haben unsere Leute sich selbst eingebaut, ist auch nicht schlimm. Und dann baue ich halt die zwei hier. Ab nach da. Ich bin. Ernsthaft. Ich würde meinen, der hält das ganz schön gut aus. Basis wird angegriffen. Och nö, jetzt wird das wieder zerstört, Mann.
Was ist euer Beginn? Der Augenblick rückt näher. Der Tempel beginnt sich neu auszurichten. Wir müssen die Zenitsteine zerstören, bevor es zu spät ist. Ja, und deswegen schicke ich jetzt all meine Leute hier hin. Hirach, ich habe einen Solarit-Speicher unterhalb des Xel'Naga-Tempels entdeckt. Wenn wir noch etwas länger durchhalten, kann ich ihn möglicherweise bergen. Alles klar. Mit der Bergung, Karax. Dann warten wir halt. Den Tempel so lange wie möglich halten. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Hä, was habt ihr euch denn gedacht, meine Leute, ey? Sind wir mal ehrlich? Ich brauche nur ein, zwei Sonden. Basis wird angegriffen. Und zwar eine Schildbatterie einmal dahin. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Schildbatterie dahin. Dahin, Pylon. Ich hab keinen dunklen Schrein. Upsala. Wie oft muss ich denn durchhalten? Okay, das ist eine Menge. Der Tempel ist bereit, doch die Zenitsteine blockieren immer noch seine Energie. Wir müssen die Zenitsteine zerstören, und zwar sofort. Na, chillt mal. Ich bin angewiesen. Das können wir auch anders zerstören. Die Zenitsteine, wir wollen halt die 1,5 Milliarden haben. Das wird halt so riskant werden, aber hey, ne? Dann hole ich mir jetzt hier erstmal eine Sonderflotte hin. Von Leuten, die ich dann dahin schicke, um das zu zerstören. Ich komme aus den Schatten. Während all meine Drohnen. Nein, ihr sollt euch mal. Ihr seid auf mich wirklich darauf sich konzentrieren, viel mehr hiervon zu bauen. So, hier dann nochmal ganz viele hin. Noch einer dahin. Dann sofort noch einer hierhin. Dann ballern wir da mal ein paar raus, ey. Sollte ja nicht allzu schwer sein, bis 1,5 durchzuhalten. Hust, hust, doch sollte es. Und dann mal hier einer hin. Wir sind eins. Wir
Das sollte erstmal ausreichen. Für die Sache dann einer hier noch hin. Und noch einer da hin. Ernsthaft. Ja, meine Basis wird durchgehend angegriffen. Sorry, meine Leute, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich bin die Stimme der Welt. Basis wird angegriffen. Meine ganze Armee, ey. Die Reichweite von den Dingern gefällt mir halt wirklich extrem. Mann, kann das nicht. Kann das jetzt nicht weggehen, diese verdingste Bombster? Geht doch. Da noch einer hin. Ich hab das Gefühl, das hier ist ziemlich safe. Aber man soll ja nie doppelt halt besser, ne? Und deswegen lege ich hier noch einen hin. Und noch einen. 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 Überall die Dinger hin. Davon brauchen wir nun mal welche. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Haben sich hier durchfräsen, ne? Das ist auch noch so die Frage. Wie krass die doch sind. Oh ja, da muss ich auf jeden Fall nachhelfen. Die restlichen Investitionen mache ich dann hier rein. Ob jetzt meine Sonden dabei draufgehen oder nicht, ist mir nicht scheißegal. Wirkung abgeschlossen. Das Solarit wurde erfolgreich an Bord der Speer des Adun geworbt. Was? Das kann ich mit denen hier vermutlich hier rein. Bloß, dass ich da nicht mehr runterkomme, ne? Upsala. Basis wird angegriffen. Eure Sonden werden angegriffen. Hier wird's schwächer. Hier schicke ich dann meine ganze Armee mal hin. Da ist durchgebrochen. Komplett. Ja, da hätte ich mehr drauf geben müssen. Artanis, die Zenitsteine wurden vernichtet. Wir warten auf euren Befehl, um mit der Überladung zu beginnen. Tempel überladen. Easy. Das wollten wir machen. Nice, wir haben es geschafft. Sogar mit 1,5 Milliarden. Bam. Leitet den dimensionalen Rückruf ein. Verlasst diesen Planeten. Verliert keine Zeit. Tschüss. Die Zerg werden den Tempel jeden Moment einnehmen. Hab Vertrauen, Matriarchin.
Die Gefallenen eures Volkes schreien nach Rache. Und sie werden sie bekommen. Boah, damn it, wir haben es geschafft. Milliarden, das ist verdammt viel. Und damit hätten wir diesen schönen Planeten gesprengt. Nicht sehr nice. Ah, scheiße, 1,8 Milliarden. Wow, das kann man ja gar nicht zusammen machen. Ah, doch, oh, verdammt. Das hätten wir auch noch hingekriegt. Oh, verdammt, hätte ich das... Ah, Mann, ich hab's so schlecht... Ah, 1,6 Milliarden, ist moin. Aber es wäre schwer gewesen, deswegen habe ich es jetzt schon gemacht. Aber wir haben es auf jeden Fall hingekriegt. Was ich auf jeden Fall krass finde. Und wir haben es einfach geschafft. Ja, das ist auch mal schön, ne? Klicken wir jetzt auf Fortfahren und gehen mit der Cutscene direkt weiter. Und mal schauen, was uns sonst noch so erwartet. Auf unserer Reise. Richtung. Wohin reisen wir eigentlich? Ja, keine Ahnung, was ist eigentlich hier unsere Reise? Oder, na gut, momentan versuchen wir uns nur selbst zu fangen und vorzubereiten im Kampf gegen Amon. Es wird unser Reiseziel vermutlich der Kampf gegen Amon sein. So. Fangen wir an, erstmal im Solarkern, indem wir schauen, was wir hier wieder so erreicht haben. 15 Solarit. Nett. Im Kriegsrat haben wir mit Rohana neu ein Gespräch. Nerasim haben tapfer an unserer Seite gekämpft. Selbst als es um die Zerstörung ihrer Welt ging. Warum? Ihre wahre Heimat war immer Ajur. Sie haben weder ihre Herkunft noch das große Opfer jemals vergessen, das sie einst vor dem Untergang bewahrte. Ihr sprecht von Adun. Und so sprach Judicator Centeon. Adun jedoch verschonte die abtrünnigen Stämme, die sich da nennen die dunklen Templer. Wir sahen den Ausbruch des Zwielichtsterns. In diesem Augenblick des Verrats übergab Adun die Ketzer und sich selbst dem Schicksal. Er reinigte Ajur von ihrem Makel. Doch er schenkte ihnen das Leben. Verrat? Adun entschied sich gegen das Blutvergießen und ließ Barmherzigkeit walten. Er handelte edelmütig, Bewahrerin. Tatsächlich? Ich sehe die Geschichte mit den Augen derjenigen, die sie erlebten, Artanis. Vielleicht seid ihr deshalb so blind für alles, was vor euch liegt. Die Lehren der Geschichte erschließen sich uns nur, wenn wir sie rückblickend betrachten, ihre Auswirkungen erkennen. Als Bewahrerin erfahre ich Geschichte stets unmittelbar. So wie diejenigen, die in diesem Moment dabei waren, sie erlebten. Vielleicht sollte ich versuchen, mich auf eure Sichtweise einzulassen.
Ja, das wäre hilfreich, um alles zu verstehen. En Arudin Shakuras. Shakuras ist nicht mehr. Diese Welt ist in die ewige Nacht eingegangen. Doch die Traditionen, die wir dort prägten, werden wir uns bewahren. Besteht darauf noch Hoffnung, Matriarchin? Mehr als ihr ahnt. Was wisst ihr über den Pfad der Schatten, Atanis? Nur wenig. Euer Volk weiht nur selten Außenstehende in seine Bräuche ein. Er ist unser allerheiligster Übergangsritus. Die Initianten sind auf sich allein gestellt. Angehörige ihres Stammes attackieren sie aus den Schatten. Wenn sie standhalten, werden sie Schattenjäger. Vollwertige dunkle Templer. Warum erzählt ihr mir das? Auch ihr wart auf euch allein gestellt. Wie ein dunkler Templer standet ihr einer Überzahl Feinden gegenüber und riskiertet euer Leben, um das andere zu retten. Ihr habt den Pfad der Schatten beschritten, so wie wir es tun, Atanis. Ihr habt die Kala verloren. Ihr seid nun ein dunkler Templer. Nun gut, aber ist ja an sich für ihn erstmal egal, oder nicht? Aber hey, ne, für uns aber nicht, denn für uns ist die Folge leider vorbei. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und man sieht sich dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder oder bei einem anderen Projekt. Bis dahin, ciao, ciao und haut rein.